Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dust an Elysian Tale. Letztes Mal hatten wir Giannis Wäsche zurückgebracht und hier im Schützenpass angefangen, weil wir nach einem Schmied suchen, der uns weiterhelfen kann. Und hier haben wir erstmal wieder jede Menge Blomps. Und hier unten haben wir den Händler mal wieder. Der hat überall seine Geschäfte. Brauche ich nichts. Hast du vielleicht noch Materialien, die ich noch... Ja, da haben wir einen Riesenfelsen. Und eine AW-Schwinge. Okay, wir haben auch fast genügend Geld, um uns einen... Thank you. Schlüssel zuzulegen. Da geht's tatsächlich weiter, aber leider kein Schlüssel. Also wieder hier hoch. Diese Statue hier im Hintergrund ist auch richtig cool. Noch mehr Blomps. Und tatsächlich endlich mal wieder normale Gegner. So. Gut. Liegt da drin noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Ich finde diese Viecher tatsächlich so einfach, wenn man sie sieht. Man geht einfach auf sie zu, dasht kurz. Ja, so natürlich nicht. Dasht von ihnen weg und dann sind sie. Töten sie sich von selbst. Was richtig toll ist, dass sie sich ja mit ihrem Sprengradius gegenseitig erwischen können. Was haben wir denn hier unten noch? Ah, ein Schlüssel, sehr schön. Hey, mein Hühnchen, bleib hier. Okay, jetzt gehen wir aber tatsächlich nochmal zurück, denn da unten hatten wir ja noch die Möglichkeit, eine Truhe zu öffnen. Ach, na toll. Ach ja, man merkt schon, auf höheren Schwierigkeitsgraden sollte man aufpassen. Und nicht permanent einfach seine Ausdauer dumm in den Sand setzen. Für den Fall, dass man an Blomps vorbei muss. So, jetzt oder die Truhe war da unten. Das Geld hier gerade noch mit. Können wir immer gebrauchen. So, jetzt. Was ist da Schönes drin? Zack. Geld und Materialien. Moment, Kraftsalbe war, glaube ich, was, das ich... Ja, tatsächlich. Das ist was, das ich auf meine Waffe machen kann. Plus 30 Angriff und 1,1 mal Fidget. Das ist für den Anfang jetzt mal ganz okay. War es, glaube ich, nicht wert, so viel Schaden zu nehmen, aber das nehme ich definitiv mit. Und jetzt hätten wir auch genügend Geld, um uns einen Schlüssel zu kaufen. Ich glaube, das Geld spare ich jetzt mir für den Anfang mal noch. Ich habe jetzt keinen Bock, nochmal da hinten hinzugehen. Übrigens hat der Verkäufer tatsächlich auch einen Namen, aber ich glaube, der wird im Spiel selbst nie
wirklich erwähnt, was ich ein bisschen schade finde. Oder ich glaube, er könnte erwähnt werden, aber ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Und das ist einer von den Namen, den ich mir absolut nie merken kann. So. Okay, ihr seid weg. Und noch mehr Bomben. Oder Blomben oder wie auch immer. Ich finde die Namen von den Viechern tatsächlich ein bisschen bescheuert. Jetzt will ich allerdings noch mal ganz kurz... Jetzt Kiste, ein Radstab. Schützenpfad. Kletterte ich auf die Hand hinaus und sprang ins Leere. Das ist hier tatsächlich im Schützenplatz. Oder Pass, oder... Ach, ich kann nicht richtig reden. Egal. So, das müsste dann hier oben irgendwo sein, wenn die Statue ihre Hand ausstreckt. Ist es hier? Ich weiß es nicht. Ja, da oben war es. Ich hab's nur verpasst. Scheiße. Ach, naja, was soll's. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie weit ich rausspringen muss, aber hätte auch so gereicht. Kommt das hier jetzt nochmal? Ja, da ist es. Okay. Hier haben wir zwei Kisten, für die ich leider keine Schlüssel habe. Drei Kisten, okay. Das ist gut zu wissen, allerdings, wie gesagt, momentan leider keine Schlüssel. Na gut, kann man sich ja merken. Und sobald ich genügend Schlüssel habe, werde ich hier definitiv zurückkommen. So, euch machen wir dann auch mal kurz weg. Also in dieser Episode will ich jetzt auf jeden Fall noch zum Schmied kommen. Da geht's da weiter hoch. Da hinten scheint ein Geheimnis zu sein. Geheimnisse nehmen wir natürlich immer gerne mit. Aha. Ja, dafür brauchen wir dann wieder einen Resonanzstein. Welche hatten wir denn nochmal? Wir haben bisher den weißen und den purpurnen. Na gut, dann gehen wir mal nach oben. Können wir mal ganz kurz zwischenspeichern. Dann erstmal euch da wegrollen. Ja, bei denen muss man tatsächlich aufpassen, denn nicht nur machen die relativ viel Schaden noch so früh im Spiel, sondern die verbrennen einen dann auch für kurze Zeit. Dass man quasi über längere Zeit auch noch ein bisschen Schaden bekommt. Das hat natürlich vorhin meine Lebenspunkte so ein bisschen runtergemacht. Da haben wir drei Schlüssel. Wie kamen wir nochmal an die dran? Ich glaube, da oben drüber. Hier hätten wir wieder was mit dem blauen Resonanzstein. Also er muss hier tatsächlich irgendwo kommen. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Ah ja, da kommen wir später auf jeden Fall hoch, wenn wir weitere Movement-Upgrades haben. Wieder das Rutschen und den Doppelsprung. Speichern.
Ja, solange man aufpasst, sind Bloms eigentlich meiner Meinung nach wirklich nicht sehr gefährlich. Wenn man aufpasst. Schauen, hier haben wir einen Schlüssel, das ist immer gut. Dann gehen wir weiter. Da rechts haben wir nochmal von euch. Das finde ich gerade ein bisschen seltsam, dass die da eine leere Wand beschützen, aber okay. Wahrscheinlich kommt da später noch irgendwas. Ich möchte jetzt auch nochmal anmerken, was ich ja hoffentlich schon gemacht habe, dass ich das Spiel schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt habe und deshalb nicht mehr alles auswendig weiß, aber was soll's. Hier geht's jetzt runter. Wow, hello there. Everyone, calm down, please! So, you were the ones making all that noise up there. Not intentionally. By the way, do you know you have Bloms in the attic? Oh, those? They don't bother us. And they tend to keep the other monsters away. If I knew we were having company, I'd have cleared them out myself. Sorry about that, I guess. Okay. So, what brings you two this far outside Aurora? I'm assuming that's where you're from. I'm Dust, and this is my companion, Fidget. We're here to deliver these materials on Augustine's behalf. Oh, well, nice to meet ya. I'm Haley, and this is my brother, Maddie. Haley und Maddie, okay. Don't mind him. I see you've got a blueprint there. Mind if I take a look? Well, this doesn't look too hard. Tell you what, if you can find me the materials for it, I'll craft this item for you. Okay. Erwerben, Moment. Wo steht da dabei, welche Materialien ich brauche? Thanks, Haley. Ja, scheiße, jetzt habe ich es übersprungen. Egal. And, just because I like you, I'll give you a blue resonance gem. Don't know if you caught it on your way up, but there's a big blue door at the foot of Archer's Pass that this'll open. Just inside the door is a teleporter that'll take you right up here. Makes return trips a lot easier. So you can come and visit, anytime you like. I'll be honest, even with a shortcut at the foot of the pass, I'm not sure I'll be able to make it up here too often. Yeah, ist tatsächlich ein bisschen Umweg, den man hier gehen muss. Well, my dad did have these little receiver things he'd give to his regular customers to transport goods back and forth. Das ist doch mal nicht schlecht. Unfortunately, I don't have any of them to give you. Let me think. If I remember correctly, one of my dad's customers dropped one somewhere in Abadie's Fort. If you were to find it, I could craft your items and send them to you through the receiver whenever you want it. Okay, das ist doch schon mal gut zu wissen. Dad normally gives his customers a blue resonance gem. So check for blue resonance gates in Abadie's Forest. Ah, da können wir also direkt hingehen. Das ist natürlich schön. Need anything else? Wechseln wir ein Wort. So, let's talk. I notice it's only you and Maddie up here in the pass. Is it just you two? Not all the time, no. My father still runs the forge, but he's usually away on business. Right now, he's somewhere across the sea, hunting down new minerals and ores. He's always trying to make better weapons and armor. Ah, okay. Sounds like he's always pretty busy. Yeah, but I get along fine by myself. And Maddie too, of course. I meant to ask before, does Maddie have a problem with me? What? Well, it's just... He seems to grumble a lot around me. Ja. I can attest to that. Lots of grumbling. I really can't say, Dust. Maddie, do you have anything to say? Yeah.
Well, I hope that answered your question. Nicht wirklich, aber okay. Not really, but... Let it go, Dust. Just let it go. So, is blacksmithing the official family trade, then? In a way, I guess. My father said I could be whatever I wanted. But when you grow up alongside a world-famous blacksmith, your options are fairly limited. Not that I mind, though. It's nice to have skills that are in demand these days. Everybody always needs something forged, whether it's amulets or armor. So, business is good? It's... well, it's been better. Still, we make enough to keep things going, and that's the important thing. Okay. Warum lebt ihr im Schützenpass? Your forge is pretty far off the beaten path, Haley. Why set up shop so far outside Aurora? This forge is actually quite ancient. My father's 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 father inherited it from his mother's grandfather on her father's side. Okay. It was built during the Battle of Archer's Pass, many hundreds of years ago. The archers were holding off their enemies from way up here, but they needed a forge to replenish their arrows. So, they built one right where they stood. It helped them take Archer's Pass, and from here, they were able to liberate a whole valley. Yeah, okay. Sounds like this forge has a lot of history behind it then. Even so... Location, location, location. Ja, ist tatsächlich ein bisschen abseits. Yeah, I hear what you're saying. I wish it was more accessible. We'd get more business, I'm sure of it. But it's not like we can just pick it up and move it. I'll bet if you had an army of trained rats, you can move this place no problem. Fidgets, I don't think that'd help. You know, smart mutant rats with magic! Ach ja. Fidget, 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 fidget. Don't worry about her, Dust. Altitude sickness drives some creatures crazy. Fidget was pretty crazy before. Maybe we should be on our way. Yeah, okay. Need anything else? Jetzt schauen wir doch nochmal ganz kurz. Da muss es doch irgendwo dabei stehen, oder? Na gut, holen wir uns jetzt mal... Ah ja, da steht es dann direkt dabei. Na gut. Das nicht, das auch nicht. Ist eigentlich soweit in Ordnung. Thanks, Dust. Don't be long coming back. Okay, für alle diejenigen, die es interessiert, es gibt ein Achievement dafür, wenn man Maddie auf den Keks geht. Wenn ihr das haben wollt, einfach häufig... Hi there, Maddie. Nice to meet you. Alright then. Wenn ihr dieses Achievement haben wollt, einfach an ihn rangehen und häufig mit ihm reden. Nach einiger Zeit erhaltet ihr es von automatisch. That went incredibly well. Do you know why? Oh. I don't know, Fidget. Why? Oh, don't be so dense. It's because she likes you. Fidget, what are you talking about? You didn't see the signals? She was giving you the signals. That's great, Fidget. Really, I'll keep that in mind. Yeah. So, wie lange haben wir denn jetzt schon? Wir müssten bei 19 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt nochmal aus dem Schützenpass raus. Dafür haben wir jetzt hier den blauen Resonanzstein. Und dann kommen wir direkt hier unten raus. Eine Notiz, das Mädchen. Mach dir keine Sorgen, ich habe sie in einem sicheren Haus in einem Käfig gesetzt. Falls du sie wie finden musst, klettere einfach über die Holzbrücke bei Grubenheim noch hoch nach oben und verbiss bloß nicht deinen Wandsprungtrick, um sie zu erreichen. Du wirst abstürzen und dir den Hals brechen. Okay. Und damit hätten wir jetzt ja unser Business im Schützenpass schon erledigt.
Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich gehe am besten noch kurz in die Lichtung zurück. Versuch mal, wie gut ich euch ignorieren kann. Ach, nicht so gut. Oh, du... Ach, du mein... Der blöder Schleim. Ja, die haben so eine Attacke, die es verhindern soll, dass man über sie drüber springt. Habe ich total vergessen, dass die das haben. Na gut, euch kann ich recht gut ignorieren. Solange ihr euch nicht... Da haben wir nochmal Cora. Ja, wir reden nochmal kurz mit ihr. So, you're helping those people out? We're doing our best. That's a good boy. Ja, wirklich viel hast du leider nicht zu sagen. Die wird später noch wichtig, das kann ich euch versprechen. Aber momentan... eher nicht. Gut. Ja. So. Levelaufstieg, sehr schön. Wir machen... Angriff ein bisschen höher. So, ich glaube, hier irgendwo war unten auch der blaue... Ach ja. Gegner müssen erst besiegt werden, wenn sie am Ende vom... wenn sie am Rand eines Abschnitts sind. Ansonsten wird der Weg nach draußen blockiert. Habe ich total vergessen. So. Jetzt lasst ihr mich am besten in Ruhe. Dann passiert euch auch nichts. So, jetzt. Hier unten müsste das doch gewesen sein, oder? Ah, Schleim. Nein, hier war es nicht. Wie sieht denn das aus? Aber die ist Forest. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Ich habe es jetzt nur nicht mehr im Kopf. Na gut. Ach, lasst mich durch. Ah! So. Ich darf echt nicht so hektisch einfach durch sämtliche Gegner durchlaufen. Das ist nicht gut für meine Gesundheit. War es nicht. Wo war dieser blaue Resonanzstein? Okay, euch kann ich getrost ignorieren. Puh, das war knapp. So, da haben wir den Staubsturm bekommen. Ich glaube echt, dass ich am nächsten Speicherpunkt aufhören sollte. Ja, ist auch direkt hier. Also ich erinnere mich jetzt echt unglücklicherweise nicht daran, wo dieses Resonanztor gewesen ist. Aber ich mache an dieser Stelle jetzt dann am besten auch einen Cut. Wo haben wir denn den Speicherpunkt? Da unten. Hey! So.
Ja gut, dann suchen wir halt am nächsten Mal nach diesem Resonanzstein. Ich mache an dieser Stelle jetzt einen Cut. Das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.